So, wie ihr ja eben gesehen habt, haben wir uns mit einer Schaluppe vom, wie heißt das andere Moped da nochmal? Von der Brigantine, genau. Die Stummen geholt, genau. Und die haben wir jetzt hier an die Segel gestellt und jetzt flitzen wir mit der Galli und ein Eimer voll Tieren zum neuen Bauplatz. Wir haben es dann aufgegeben, weiter rumzusuchen. Das Seefahren hat dann doch angefangen zu nerven. So könnte man das vorsichtig ausdrücken. So. Haben unterwegs noch ein paar Inseln begutachtet, so könnte man sagen. Komm nicht weg. Wir kriegen Permaschaden irgendwo. Bin schon unten. Oh, die Karre ist gleich im Eimer. Ich sehe da riesige Damage-Zahlen. 1000 und mehr. Weiß bloß nicht woher. Na, weil wir irgendwo aufgesetzt haben. Komm schon, Welle. Da vor uns wieder eine Sandbank, aber du musst dich mal selber ans Steuer setzen. Es ist unmöglich, dass ich da irgendwas sehe. Da fliegen schon wieder die Bruchstücke. Bin ja unten. Interessant. Mit Rückwärtsdrücken komme ich vorwärts. Wir haben uns endgültig festgefahren. Jetzt keine Welle rausdrückt, war es das. Okay, der Windredner, das könnte ja was werden. Na komm, jetzt zieh an. Zehn Stunden später. Ja, wie gesagt, ich kann. Du musst dich gleich mal ans Steuer stellen und dann mal sehen, was du für eine Übersicht hast. Kannst du mir vorstellen? Ja, musst du gleich mal machen, dann verstehst du das auch. Das ist echt Wahnsinn. Du kannst nichts. Ich kann auch Nichts nicht sehen. rumdrehen bis nach vorne. Das ist unmöglich. Das ist alles repariert. Wahrscheinlich ist die Kiste schon wieder leer. Ach, du kannst das doch sehen, wenn du deinen Hammer auf was drauf hältst. Ja, ich weiß. Jetzt werden wir gleich hinten ansetzen. Okay, ich geh schon mal nach hinten. Und das war's. Yeah, endlich Fahrt. Frei? Ja. Gut. Das ist Max Speed, ne? Ist gar nicht so lahm. Okay, Leute, wir sind echt voll. Echt voll. Was haben Das wir macht geladen? 27.000 von 34.000. Also ist jetzt nicht so schlimm. Andi, du kannst ja auch die Segel, ne? Könntest du mal ein großes Gewichtssegel bauen?
Muss ich gucken? Falls du Schiffsbau nicht kannst, dann mache ich das. Der hat ja noch ein paar Level vor sich. Aber ich würde dir ungern so viel unnötig auf Gewicht klatschen, nur weil wir jetzt alles dabei haben. Sollte ein bisschen, ne, auch kampftauglich sein vielleicht. Woran nicht gedacht. Kannst du großes Gewicht segeln oder nicht? Ich guck grad mal nach. Also guckst du einfach hier in die Lumen und dann siehst du das. Nee, das ist der Dinges, genau. Handling-Segel. Herstellbares großes Geschwindigkeitssegel. Das hab ich nicht. Das kannst du alles nicht. Ja gut, dann mache ich das jetzt gleich. Kannst du schon mal gucken, ob irgendwo ein Segel gibt, was von... Oh, Gridgrenze. Wurde so schnell? Ich mach. Zack. Voller Stopp. Weil das jetzt, ohne die zu verskillen, die beste Möglichkeit, Dinges zu machen. Weißt du, was ich meine? Plus zu machen. Dann geh du basteln und ich kletter hier mal hoch und halt die Augen offen. So, pass auf. Das ist das mittlere. Mittlere. Großes Gewichtssegel. Fasern, Holz, Metall, Leder. Leder, Fasern, Holz, Metall. Und wir haben noch mehr. Wir haben die Viecher ja nicht unbedingt ausgeräumt. Wäre ja nur dreifache Arbeit. Mittleres, großes Gewichtssegel, weil das gibt 4000 laut Wiki. Deshalb, nee, schwupp, schwupp, schwupp. Muss jetzt nur ein Segel finden, wo nichts im Weg steht und wo wir nichts verbaut haben, dass ich dann abreiße und austausche. Hinten wäre natürlich geil. Da haben wir aber hinten alles gegengestellt, oder? Muss mal in der Kajüte unten gucken. Das hier wäre geil, für hier hinten. Oh, zack. Mal schauen. Nee, ich glaube, da steht nichts im Wege. Dann haut weg. Was? Nee, ich kann nichts weghauen. Kann nicht platziert werden. Dieses Schiff unterstützt keine weiteren Segel des Typs. Ist mir schon klar. Muss nur das, was ich wegreiße, was wir wieder später setzen wollen, muss ich so wählen, dass es ein freies ist. Abreißen. Ich weiß nicht, was mit dem Vogel passiert, der da dran sitzt. Wir werden sehen. Sollten wir hier einen freien Vogel haben? Ja, wohl nicht. Doch, da steht er doch. Folg mir mal, Johnny. Freddy Bob Junior. Verhalten. Okay, Folgeabstand niedrigste. Komm jetzt. Wir haben doch keine Zeit. Zup, zup, zup. Da kann er es nicht setzen, da kann er es nicht setzen. Ist durch andere Strukturen versperrt. Ah, da. Danke. Jetzt siehst du auch, warum ich es dahin haben wollte. Use Lastsegel, genau. Weil... Guck mal, wie es hängt. Ah ja, wir haben es auf offener See aufgebaut. Dann geht es ja erstmal mit kaputt los. Aber die Karre darf jetzt... kannst du dich noch ans letzte Gewicht erinnern? 32, 37? Ja, ne? 34. Und jetzt 38,2. 4000. Ja.
Dadurch sind wir dann auch etwas schneller und agiler. Gut, wir fahren jetzt einfach mal so Ewigkeiten nach Hause und dann können wir endlich bauen. Ich habe nämlich die Nase voll und Andi erst recht. Ich werde schon seekrank. Also, gut. Wir sehen uns dann bei der Ankunft oder wenn was passiert ist. Also, bis später. Tschüss. Da sind wir wieder. Leider doch entdeckt worden. Das ist eine Galli. Die muss ein bisschen was abkönnen. Ah, ich komm schon runter. Dass du gerade einen Grit wechseln musst. Jupp. Im Singleplay verfolgen sie einen nicht übers Grit. Weil das Grit ja entladen wird und nicht wie auf dem Server geladen bleibt. So uns denn erwischt? Ja, überall. Die ganze rechte Seite. Jupp, sie folgen nicht. Keine Chance. Ja, ist logisch. Ist der Vorteil im Koop. Darf man ja auch mal einen haben, ne? Wenn man immer diese Megaschiffe kriegt. Denk dran, du öffnest die, also musst du mit dem Hammer. Ja. Aber ich hier oben mache ich lieber unten. Yeah. Diese Türen. Ja. Alle Klappen wieder geschlossen. Wir haben noch ein zweites Lastsegel gesetzt. Oh. Nicht mit E machen, ne? Nicht, dass du unabsichtlich wieder eine Planke wegrupst. Ist mir im Übrigen auch schon passiert. Schiffe. Aber mir rettet unter der Nase. Schiffe. Wieder Nacht oder was? Nö, 5 Uhr morgen. Da war ja schön. Die haben uns schon am Schirm. Und die sind schneller als wir. Ja, versuchen schon zu verfolgen. Aber ein geschicktes Manöver des Captains trickst sie aus. Oh Mann. Wie heißt er? Wie heißt er nochmal? Der aus Austin Powers mit seiner Glatze? Ja. Ja, ich habe noch das Taucherdeck abgerissen, um noch ein bisschen Geschwindigkeit zu gewinnen. Star Evil. Hier ist nicht so viel Schaden. Aber die haben kaum Schaden genommen, also zumindest die hier oben. Nur gerade so 1-200. So. Im Keller sah schlimmer aus. Ja? Mhm. Hast du denn da jetzt alle repariert? Ja. Gut. Na gut, dann schauen wir mal weiter. So, da ist noch eine Insel, die wir noch nicht kennen. Also machen wir mal kurz einen Stopp. Wir sind ja eh hier, also warum nicht? Mhm. Kann man gleich noch ein bisschen Holz mitbringen. Holz schon wieder leer? Guck mal, da laufen Wasserfälle. Rechts. 300 unter, Manu. Mir ist heiß. Ja, ist Hitzewelle gerade angekündigt worden. Sehr schön. Dann
nehmen wir doch mal schnell noch das Pünktchen hier mit. Pocahontas Town, interessant. Du machst eine Entdeckung. Montemeda Island. Naja gut, fast Pocahontas. Immer noch kein Level Up. Oh, das ist ja ein Schniekebaum. Fäll ihn. Hab ich vor. Montemeda. Ah, hier sind ganz viele Schniekebäumchen. Nieder mit ihnen. Oh. Mach die nieder! Und jetzt kommt da so ein, wie heißt der Vogel? Trucker Hocker Locker? Was? Dieses Riesenvieh da, was wir gesucht hatten mal. Ach so, uff, keine Ahnung. Kommt jetzt aus dem Busch. Nix Baum fällen. Lol, hier gibt's eine Ruine. Was? Ja. Vor mir ist eine Burgruine oder eine Mauer oder. Mega. Halb tot. Ich auch. Am Humpern. Ui. Lol. Erst gucken gehen. Na gut, dass ich eingeschaltet hab. Nee, gut, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, genau, hier richtig. Oh. Mir egal, auch wenn ich sterbe, ich will da rüber gucken. Ich bin oben. Werd ich nicht essen. Das ist bloß eine Mauer. Ja, aber cool, ne? Mit Kisten. Ach, hier ist noch eine Brücke. Okay, ich muss da wieder runter, damit ich da unten sterben kann. An meinen Stuff rankomme. Oh, das ist eine verdammt gute Idee. Oh, zu spät. Aber ich habe eine bessere Idee. Jetzt muss ich erstmal das richtige Ding finden. M is drunken. Respawn at bed. Oh, das sieht schon wieder falsch aus. O6 sind wir. Ja, das Schiff wird doch woanders dargestellt. Ja. Okay. Widescreen, du bist gestorben. Jetzt wird er schwarz und ja, das war's. Game Crash. Also noch kein Game Crash, aber ich habe hier so einen Bug halt. So. Ja, versuche ich mal hier mit einer Reise zum Schiff zu machen. Wo waren wir denn eben gewesen? Waren ein Grit hoch, eins zur Seite, ne? Gucken wir mal, ob da ist halt wieder das gleiche Problem. Ich weiß nicht, wo das Schiff ist. Ich guck mal. Ah, jetzt wird sie dargestellt. M is drunken Bett. Na also. Geht doch. Oh, Olli, großer Schrank. Nee, warte mal. So. Da hinten haben wir Strippen dran. Immer noch Hitzeperiode. Aber ich denke, der erste Absatz reicht schon. Wo waren das jetzt? Wo war denn das jetzt? Das ist wohl falsch. Ah, und neu öffnen kannst du die dann auch nicht wieder. Das ist ja blöd.
Bin ich unnötig langsam? Was ist das jetzt? Ah, wieder so ein Manta. Okay, dem bin ich entkommen. Ja, das war da lang, ne? Ja. Oder auch nicht. Doch, hier. Ja, diese Crashes nerven, aber was willst du machen? Ist halt EA. Und es läuft ja eigentlich schon echt. Rudi, Rudi. Ach, das schaffst du nicht. Das schaff ich nicht und ich habe keinen Ersatzkletterhaken dabei. Naja. Ich nur versuchen, irgendwo hochzukommen. Nee, da komme ich auch nicht hoch. Warum ist der denn jetzt so lahm? Echt wegen dem Anzug? Nee. Sieht echt mega aus. Hat doch geklappt. Apps. Ah. Kraft. Das ist der olle Kadaver. Geht doch. Utsch. Schnieke, Schnieke. Ja, jetzt muss ich die ganze Zeit abwarten. Ja. Denn da? Sieht komisch aus. Hallo? Ich denke, wir werden jetzt auch gleich weiterfahren. Und Giro. Ein simpler Stein. 92er Möwe läuft. Heidewitzka. Oh oh. Nein. Wer ist es, Wolf? Oh, er vergisst es nicht. Jetzt hat er sich mit der Sau. Edge. Andi sagt immer nach oben gucken. Egal. Ich hab gestürzt, halb so wild. Ich misst viel los. Was war der denn für ein Wolf? Na egal. Ups. Und hoch. Denn irgendwelche besonderen Resis hier, das könnte man noch mal eben schnell abchecken. Aber ich habe dort Holz dabei, ne? Ja. Das bringen wir doch erst noch rein. Und dann schauen wir weiter. So, wir sind jetzt einfach weitergefahren. Und ja, hier ist noch ein Inselchen, was wir nicht kennen. Und ein Grafikbug.
Ja, ich habe da so ein kleines Flimmern. Gimmer? Manta. Ja klar, du willst ja mit trockenen Fußes, ja? Ja, ich bin sogar angekommen. Malaysia Atoll. Ja, immer noch kein Level up. Nein, jetzt bin ich doch nass. Aber ich bin wenigstens angekommen, ohne gefressen zu werden. Oh, ich bin trockenen Fußes hin und ziemlich schnell wieder zurück. Ist auch ganz nett. Ich hatte den Gleiter vorhin rausgewühlt. Aber jetzt bin ich doch mal neugierig. Wie eine Bergzicke hier. Was? Mm-mm. Ich habe nichts gesagt. Aber man kann ja mal was checken. Derzeit. Könnte man ja mal hochgucken. Ah, Optimum Vitamino. Haben wir da? Nee, so Explorer Point ist nicht. Da hinten ist zwar auch noch eine Insel, aber mit der Galli da rumzugurken ist Quark. Vögel, Vögel, Vögel. Hm. Ja, da lischt. Oder nicht? Mhm. Was ist denn da? Oh, was ein schöner Sonnenuntergang. Aber ich sag mal so, ich weiß jetzt nicht, wie lang das ist. Wir gurken jetzt einfach nach Hause, zu unserem neuen Zuhause. Und wenn sich nichts Gravierendes mehr tut, sehen wir uns dann im neuen Zuhause. Ansonsten schalte ich natürlich wieder ein. Also, danke fürs Zusehen und ciao, ciao. Ciao. Und ich werde die Frage.